Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Erklärung. Und zwar erkläre ich heute den Friendly Fire Mod. Und man sieht ja schon, ich habe hier schon ganz viele tolle Tiere. So, das wird diesmal ein kleiner Mod im Vergleich zu der letzten Mod-Erklärung. Weil der Friendly Fire Mod sorgt einfach nur dafür, dass ihr eure eigenen Haustiere nicht mehr hitten könnt. Als Haustiere zählen aber nur Tiere, die euch auch wirklich folgen. Zum Beispiel Hunde, Katzen und Papageien. Wenn ich den jetzt schlage, dann werdet ihr gleich sehen, dass der zwar rot aufleuchtet, aber der trotzdem keinen Schaden bekommt. Ich zeige das mal ganz kurz, wenn ich nicht immer gegens Gras hauen würde. Dankeschön. Hier, der blinkt zwar rot, aber man sieht nicht, dass er Herzen verliert, beziehungsweise er verliert halt einfach keine Leben. Er blinkt einfach nur kurz, was bedeutet, er wird getroffen, aber ja, passiert halt einfach nichts. Das soll einfach dafür sorgen, der Mod soll einfach dafür sorgen, dass man im Kampf nicht mehr aus Versehen durch die Swipe Attack ja, alle seine Tiere quasi aus Versehen umbringen. Weil durch die neue Swipe-Attack ja, passiert es halt ganz gerne, dass man bei einem Kampf gegen Zombies oder was auch immer, Skelette, Creeper, wo auch immer die Hunde halt mit dabei sind, dass man einfach seine Hunde mittrifft und die dann sterben. Und der Mod soll das einfach verhindern. Auch meinen kleinen Papagei kann man jetzt nicht mehr töten. Können wir jetzt hier die ganze Zeit schlagen, dem passiert einfach gar nichts. Huch, nein, Papagei. Es gibt aber eine Möglichkeit, also man kann seine Tiere immer noch umbringen, falls man aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen seine Hunde den Garaus machen will. Könnt ihr einfach schleichen und eure Tiere schlagen. Und dann sieht man auch hier, die Herzen kommen geflogen und die verlieren Leben. Der Schwanz geht auch runter, heißt, dem geht's nicht mehr so gut. Hier, komm, friss was. Tada! Also im Sneaken könnt ihr die immer noch umbringen, wenn ihr das denn unbedingt wollt. Also ganz unbesiegbar sind die dann durch euch doch nicht. Aber ja, wie gesagt, von euren eigenen Schlägen können die nicht mehr getroffen werden. Das gilt aber, wie gesagt, gerade nur für Tiere, die euch folgen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Pferd habt, ja, ihr könnt euer Pferd logischerweise immer noch hitten, weil es wird halt nicht als richtiges Haustier deklariert, weil es euch eben nicht folgt. Haustiere werden nur dann als Haustiere anerkannt, wenn sie euch folgen. Auch wilde Ozelots, wie man hier sieht, werden nicht als Haustier anerkannt. Schafe, wirklich nur das, was euch auch wirklich folgt. Wird als Haustier anerkannt. Wölfe logischerweise auch nicht. Was hat denn... Achso, der hat Wölfe, deswegen... Ach, der hat Wölfe, der hat Schafe gesehen. Deswegen rastet der hier so aus. Tötet ihn. Er ist keiner von uns. Oh, ist tot. Was ist mein Papagei eigentlich? Yay. So, mehr gibt's zu dem Mod nicht zu sagen. Das war's auch schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.